Once again, back is the incredible. Also wir machen das. Alter, mein Herz, ich schwöre. Oh, Alter, Digga. Ich hab grad gedacht, jetzt, das war's. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr so, Alter, wenn ihr diese Videos guckt, diese Clips, wo irgendwas, wo Leute Basketball spielen, und auf einmal wirft einer so aus dem Nix den Ball so hin, du wirfst fast dein Handy weg, so hab ich mich gerade gefühlt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Wir gehen heute rein in ein Format, was mich womöglich brechen wird, was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist, denn es ist der späte Nachmittag des Streams. Ein Sample, zwei Songs. Heißt, ich kann pro Sample zwei Songs erraten im besten Fall, kann aber natürlich auch doppelt gebrochen werden, was wahrscheinlich eher vorkommt. Demnach sieht auch hier die Kanalwette aus, nämlich 53% in Form von 201.977 Kanalpunkten sagen nämlich, ich schaffe 0 bis 5. Die Realisten unter uns. 35% sagen, der Jiggy schafft 6 bis 10. Ja, das ist schon ein bisschen, ja, die halte schon mal den C, sag ich mal. Ja, den F- nee, die geht bis, die gehen mit den Füßen ins Wasser. So, ne, die gehen mit den Füßen hier. 9% gehen, die gehen schon so weit ins Wasser, dass man pinkeln kann. Die sagen 11 bis 5, 10 schaffe ich. Und 3% wollen wirklich beim Butterfly-Kraulen vom weißen Hai zerfleischt werden. Die sagen, der Jiggy schafft 16 bis 21. Also so weit von der Realität wäre ich auch gern mal. Also, wir gehen rein. Ich bin total entspannt und lass mich heute nicht brechen. Los geht's mit Sample 1. Es kann unmöglich sein. Was für mich eine sehr wichtige Information wäre in der Tat. Hat da schon mal jemand reingeguckt? Gibt es hier gleich einen Countdown, wo 5 Sekunden ablaufen? Weil dann weiß ich, wann ich meine Antwort geben muss. Ja, super. Genau das hat meine Frage mal wieder beantwortet, Digga. Ist nicht so schlimm, weil ich jetzt eh nicht gewusst, aber das ist wirklich schlimm, dass da kein Countdown kommt. Das ist wirklich. Guck Perspektiven, verkackt die Zeit, rennt hier. Befleckte Hände durch Geschäfte, Hände zum Rücken und Köpfe an Wände. Was für zurück? Der Kopf ist wirklich an der Wand, Digga. Im Sand. Zeit ist verschwendet, man wird dir verrückt, guck die Tische verpestet. Also, ihr könnt jetzt schon mal sagen, Null. Ich werde hier mit einer Null rausgehen. Das Schöne ist, die lässt sich rollen. Ja, Champagner ab! Das ist wirklich ganz schlimm, weil ich kenne das auch. Also ich kenne vielleicht nicht den Song, der jetzt daraus entsteht, aber ich kenne dieses Sample, dieses... Boah. Ich bin gerade irgendwie in der Selfmade-Ecke. Ich bin irgendwie der Selfmade. Ich weiß es nicht. Es kommt mir bekannt vor, ich weiß es nicht. Wir sind im Raum und jede Bitch weiß Bescheid, denn es hätte ich eigentlich wissen müssen. Nee, das ist keine, es gibt keine Folge ohne ihn. Da hast du das falsche Emote gewählt. Kennst du mich nicht, dann kennst du mich jetzt. Deutschrap ist gebankt, wenn ich flex. Ich expects, fick die Keks. DJ. Ich expects, fick die Keks. Ich spiel mein Slang auf den Deck. Komm. Ist denn das nochmal? Ey, ich hab gesagt, ich wollte wirklich, hätte ich nur einfach Kollega gesagt.
Ich muss ja nicht den Titel direkt wissen. Was ist, wenn ich einfach Kollega gesagt hätte? Ich komm in Benz vorbei, getrust. Du willst ein Autogramm, ich dreh die Fensterscheibe zu. Denn du und ich sind nicht dasselbe, so wie Ententeich und Pool. Bitch, ich plan den Überfall an den Membern deiner Crew. Das muss ich wissen. Dim, 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 dim. Das hab ich auch letztens erst drauf reacted. Das kennt doch jeder. Oh nein, ich kann doch nicht, das kann doch nicht sein, Digga, das... Ey, das ist wirklich eine Qual. Es ist, genauso wie ich es euch sage, es quält mich, dieses Format. Ich muss es jetzt sagen und vielleicht lache ich mich aus. Lacht ihr mich aus? Ich kann dir den Song nicht sagen. Ich glaube aber, es ist Bushido, Digga. Ich glaube, es ist Bushido. Was ist, wenn es jetzt Bushido ist? Artist zählt nicht, du musst den Song erkennen. Ja, sie ist natürlich... Sie, guck mal, das ist wirklich, da brauchst du keine Feinde mehr. Weißt du? Freunde reichen dir in Strohhalm. Sagen Mausi, na klar reicht es, wenn du den hier nimmst. Was war, als ob ich jetzt den Songname davon weiß. Heavy Metal Payback Bushido. Sag, wo warst du denn in München? Warum tust du so auf Art? Du warst mein Hund damals abgesehen, wie mutig du doch warst, du bist nicht gekommen. Ich sag's immer wieder, wenn Zart rappt, ich finde, der hat so eine geile Rap-Stimme. Somit liegt die Kugel, die erspart, wundert dich nicht, dass jeder Fernball zu. Es ist alles wieder, meine Motivation ist über den Haufen gefahren. Ich weiß jetzt, was passiert. Ich werde hier mit Null nach Hause fahren. Dachtet alle, ich bin weg. Dass ich nicht lache, mach die Platte hier in 10 Tagen fresh. Interpret und Titel, Digga. Also da könnte ich wirklich die Kuh aufs Dach stellen. Ich bin bei Genetik. Och, lass gut sein, Digga. Same shit, different day. Ich hab mir diese Neuköllner Luft mit den Bock. Ich hab nicht mal Bock hier gerade für Holy Werbung, aber sag ich dir ganz ehrlich, checkt zweite Linke in der Beschreibung, sauft euch zu mit dem Rotz. Ich werde 0 Punkte holen. Ich muss auf eine Frau immer übel zu nehmen. Wer bist du denn? Was für Typen sie stehen? Ich steh doch auch selber nur auf die narzisstischen Mädels mit Drogen und Psychoproblemen. Oh, Hollywood, Hollywood. Shit. Die Lüge Hollywood, Hollywood. Des Lebens, wenn sie nicht will, Junge, dann chill. Lern mal da drüber zu stehen. Nein, das bricht mich. Das ist wieder ein Brecher. Das ist irgendwas Roy Marquis featuring Kool Savas und Azad oder so. Azad, Savas, Roy Marquis. Mein Ohrenzaun lässt die Bitch die Sorgen raus. Ich bin Schmerzensgeld. Das war Gift für den Ohrenraum. Nur wo sie fuck ist, zu dir passt nicht dieser Diebeschild. Da muss man. Ja, schon aufpassen, sonst wächst. Ich kenn das Sample. Dann noch eine Kito-Bitch. Wir hinterlassen Konzertteilen. Ich wusste, es ist irgendwie die Richtung. In Schutt und Asche, sobald wir kommen, springt die Crowd wie eine kaputte Platte. Sagt der Konkurrenz, lutscht unsere Messlatte. Unser Album ist ein. Ich lutsch mir gleich selbst die Messlatte, Digga. Fest, nenn es Festplatte. Ich bin, wisst ihr, was wirklich auch wirklich das Problem ist? Und ihr könnt jetzt alle von zu Hause in euren vollgefurzten Drecksstühlen sagen, dass ihr das nicht kennt, ne? Und ne? Aber die, also ihr wisst doch, wie es ist, wenn ihr einmal in diesem Loch drin seid, ne? Und dann gucken euch noch 400 Leute zu, ne? Dann geht gar nichts mehr. Versteht ihr, wie ich meine? Ihr könnt Still Trey könnt jetzt hier kommen und ich würde hier sitzen und würde keinen Ton rauskriegen. Versteht ihr, wie ich meine? Yo!
keine Schluck mehr. Also da bin ich, ich hab nie in meinem Leben Deutschrap gehört. Produzent, aber Suff Daddy, vorher noch drüber geredet. Wenn du nach der Druckwelle dieses Suff Daddy Beats Bruststechen kriegst und verdutzt durch deine Stuckdecke fliegst und nach einem heftigen Aufprall in dem Flussbecken liegst. Woher kommt das Geld in den Jeans? Hä? Woher kommt das Eis und den Hals? So viele Autos, ich... Halt's Maul! Dieses Rit ist es. Ich mache jetzt einen Take. Ich sag, ich weiß nicht warum, aber ich sag Savage Neongelb. Cool Savage Neongelb. Du Schwab, weiß ich. Ey, nein, Junge, ich. Ey, ich. Favorite Kid für den Ruhrpott for life, jetzt sei ruhig dort und schweig. Rückbeißleid, ich bring Niveau ins Game, endlich. Ja, Andi, den kennst du, ja, super. Du, ich weiß, dass ich den kenn. Wenn ich Favorite und Jason sehe, muss ich sofort an Jascha denken. An Jascha denken, Digga. So, ich krieg keine Luft mehr. So enttäuschend jedes Mal. Ich mach das auch nicht mehr. Das hier ist mein Leben und das bleibt so. Das ist natürlich Papa Razzi von... Wieder von mir. When I look you in your eyes, I can see my own. Nicht Papa Razzi von Exhibit. Exhibit hat... Ja, das ist jetzt wieder ein Bruch. Das ist mit Abstand das bekannteste Sample, was gesampelt wurde. Und das ist jetzt ein Song, wo jetzt jeder sagt, ja, da musst du doch kennen. Klar, ich kenne, wie heißt denn das nochmal von Exhibit? Foundation. Ich kann, ich drop einfach kurz mit Knowledge, ist mir scheißegal, Digga. Ami-Rap, ich muss Ami-Rap machen, das ist wirklich, das zieht dann keine Klicks und kann nicht monetarisiert werden. Aber da bin ich besser. Ich bin da besser. Ich hab da 100% drauf reacted. Ich hab da noch 100% drauf reacted und hab gesagt, ey, das ist Foundation von Exhibit. Ich hab da noch drauf reacted. Ich bin gerade bei Timey. Ich weiß nicht, warum ich bei Timey bin. Ich weiß auch den Songnamen nicht. Ist doch eh schon gelaufen. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Ich schreibe Zeilen für meine Kinder und das mit Blut. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, was der nächste Tag bringt. Kinderseelen weinen leise, wenn der schwarze Engel singt. Junge aus der City. Ah, das hätte ich wissen müssen. Ich wusste es. Okay. Sorry. Real Talk. Real Talk. Ne? Das hätte ich wissen müssen. Flair, Junge aus der City, hätte ich wissen müssen. Hätte ich wissen müssen. Also einmal Real Talk. Auch ohne Hackmack, Seitenhieb, Hinterrücksgedanke, bla bla bla, 100%. Den hätte ich wissen müssen. Das wäre bis jetzt der sicherste Punkt gewesen. Das ist bis jetzt das Erste, wo ich sage, okay, den hätte ich wissen müssen. So auch vom Titel her und so. Geiler Flair-Song, muss man auch mal sagen, ist ein geiler Flair-Song. The City. Hatte keine Mama, die mich schlafen bringt. In der Nacht hatte ich nur den Jagdinstinkt. Ja, das ist Asche mit Shanghai Chong. Und Mois mit Anime Television. Ich will die deutsche Nationalhymne mitsingen. Nicht nur deutsche Adler können fliegen und das Stück bringen. Leg die rechte Hand auf mein Herz und bitte, dass ihr auch mal aus unserer Sicht uns versteht. Ich hab lange nichts gesagt, sie warten auf ein paar. Ich hab leider viel zu viel schon wieder hier gesagt. Von mir. Dieses Format, es ist wirklich... Das ist auch noch Folge 1. Ich habe mir überlegt, ich mache das jedes Mal. Ich kann das wirklich nicht jedes Mal machen. Sonst habe ich jeden Mittwoch, wenn wir das jeden Mittwoch abends scheiß Laune. Part von mir, als hätte ich deutschen Rap adoptiert. Kluger Krimineller, fick den Knast. Ich komm nicht rein, vielleicht Zufall oder ich war schneller. Ich habe nicht mal Hoffnung auf einen Ehrentreffer, gell? Als die kennt ihr das? Polizei. Die Hoffnung ist gerade so weg. Hey. Auch das kenne ich irgendwoher. Ich sage dir, ich kenne es irgendwoher. Ja, mach doch noch schneller das nächste Mal. Mach doch und lass dann laufen. Wurde die Kunstfigur gefickt, doch unter seinem Drecksbandana hat der Junge ein Gesicht. Hör zu dem A, der die Schuhe so zersieht, baller mit der Glöckchenkugel und dann Lasker ab. Also ich muss wirklich, ja okay, ich bin wirklich raus. Das Game gefickt. Jetzt, ich bin wirklich komplett raus. Und jetzt
fick ich es weiter. Ich wollte gerade aber sagen, Rapido ist ein krasser Typ. Doch diesmal bring ich auch noch Sayed mit. Ich nenne die Schlampen nicht Schlampen, weil die sind. Nein, ich nenne die Schlampen, weil die sind. Yeah. Fly wie auf Billie Jean, box die aus deinen Skinny Jeans. Deine Bitch lässt mir einen Schritt. Gott sei Dank ist es vorbei. Billie Jean, ja, ich will verdienen, denn ihr rollt der Zaster. Was? Deine Bitch lässt mir einen Schritt. Billie Jean, ja, ich will verdienen. Deine Bitch fasst mir einen Schritt? Billie Jean. Verdient der. Wenn ihr rollt der Zaster ab. Wenn nicht mit Rap, dann lass ich nur alle Acker. Lass den Emo-Chat besser nochmal drin. Ich will mir das, will mir jetzt nicht anhören hier. Überlegen wir nochmal, ob das einen YouTube-Upload gibt, gell? Reden wir mal drüber.